Werk und Interpret im weitesten Sinn sind dem unumkehrbaren Lauf der Geschichte unterworfen. Ein Subjekt steht nicht einfach einem Objekt gegenüber, sondern beide sind in einem geschichtlichen Horizont verbunden, der in steter Umwandlung begriffen ist. Das Verstehen geschieht nicht im geschichtslosen Raum, sondern ist vom Verstehenssubjekt her dem zeitverhafteten Vorverständnis und Vorurteil, vom Verstehensobjekt her den Veränderungen der Wirkung, das heißt der Wirkungsgeschichte, unterworfen. Diese Voraussetzungen prägen die Begegnung, die zum Verstehen führen soll.